Ale inkatin wile. Baskin ukinesal. Tial jum silob. Jana beti. Tulakal janin betikopu abash. Der Kult wird ganz high sein nach diesem Sieg. Er wird seinen Anhängern enormen Aufschwung bescheren und sie für ihre Sache begeistern. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Mukil, Hachkabet in Likesikimbaon, Yalpula Kulba. Mauna Huyuchulka, Chili, Shupa. Mama sagt, es stört den Waka, das war... Verflucht sollen sie sein. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kukulkan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. So viele unserer Krieger sind gefangen. Wenn wir sie nicht... Top it, wa?
Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Chevanu chic in Topikonov. Un humpel batelichel mishnahe. Ishan in Tuku. Inanu Nukolov, Malov. Yetel Mishuts Kansani lobby. Tokili u heads, Tantike. Bailey kun uchulo. Hachwahel un binton utsil waminan kukulkantik wignalone. Dieses mit Seilen und Steinen verbundene Schilf dient. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos. Thank you.
Hab dich. Tja. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Edsley meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Vergib mir, Au, aber bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt. Nicht nur Rebellen, dass ich... Naja. Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Vergib mir. Ich kann nirgendwo hin. Keiner kümmert sich um mich. Ich kann nirgendwo hin. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Edsley meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nicht hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Vielleicht geben die Rebellen traurig, dass ein Mädchen heute zur Waise wird. Aber vielleicht sendet diese Hinrichtung ja genau... Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Ich muss doch etwas tun können. Denk nach, Lara. Wie komme ich in diese Zelle? Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich brauche eine Lösung.
Ein Leben hängt davon ab. Was übersehe ich? Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich muss doch etwas tun können. Musiker, erfreue uns alle mit dem Klang deiner Instrumente. Aber Ao, das ist verboten, während die Hinrichtungen vorbereitet werden. Willst du diese alberne Rebellion noch weiter treiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben Seite. Ich habe dich zu lange weitermachen lassen. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, er ruhe in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult? Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht.
Jetzt verschwinde. Der Schwarz-Gelb. Die Gemahlin von lange dunkle Schatten. Das ist 100. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Ja.
Chalomaski! Tenko Rigua! Chamarino! Wally! Wally, du bist hier! Schittier! Chino Wacken, Linda Masli! Tut mir leid. Niemand darf passieren. Nikan Klimatimati! Oh, Nikan Koka! Samaka Nikan Nikakaba! Ich wiederhole, Kukulkan will, dass das Gefängnis komplett abgeriegelt ist. Niemand darf rein oder raus. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt.
Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Ist eine Schnitzerei.
Junge! Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal, das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichiqua, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Etzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Jonah, ich bin bei Onuratu. Oh gut, Etzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ablenkung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Etzli. Traue deinem Instinkt. Leitzkalankoele lo putzig, hachpila mucho. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Uchil! Bash de Helo, Telo, Ichi Lechi Wobo, Shena Wilev. To say, Bani. Bash de Helo, Tela, Hoke Sabak Telo. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nur zu seinen Füßen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Sie haben mehrere... Wir haben uns wie befreit. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Meinst du, das waren die letzten? Du gehst vor. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich glaube, das war's. Gehen wir.
Nimm den Schlüssel. Komm, ich will dir etwas zeigen. Die Sonnenfinsternis kommt. Wenn es soweit ist, muss die Schatulle geöffnet werden. Die Verlockung der Schatulle ist sehr mächtig. Sie wird mich anziehen und probieren, mich in Versuchung zu bringen. Mit einer einfachen Lösung für unsere Probleme. Doch sie wird mir nur meine innersten, geheimsten Wünsche zeigen. Ich habe mich darauf vorbereitet, ihr zu widerstehen. Amaru hat die Schatulle noch nicht gesehen und dennoch beherrscht sie bereits seinen Geist. Das Volk ist Paititi. Wir können nur durch unseren gemeinsamen Willen überleben. Wenn Amaru Paititi nach seinem Willen neu erschaffen will, würde er es zerstören? Ja. Es gibt viele Bedrohungen von außen. Doch Risiken sind ein Teil des Lebens. Wir müssen ihnen begegnen, um uns selbst treu zu bleiben. Woher weißt du, dass du der Macht widerstehen kannst, wenn du sie hast? Das weiß ich nicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Wir müssen gehen. Was ist das Purpurfeuer? Es ist mein Schicksal. Es hat was mit Kukulkans Opfer zu tun. Suche deinen Spiegel, wenn das Purpurfeuer qualmt. Es ist mächtig und macht dich verantwortlich. Mehr weiß ich nicht. Finden diese Kreaturen auch mal den Weg hier rein? Kreaturen? Sie greifen an. In den Höhlen bei Paititi haben sie gegen Trinity gekämpft. Und an dem Altar mit der Schatulle haben sie mich attackiert. Meinst du die Yaxil? Yaxil? Sie waren groß und schnell. Hungrig. Fast schon verzweifelt. Das sind keine Kreaturen. Sie sind mehr als das. Der Schlüssel von vorhin müsste passen. Sicherheit. Sie beschützen es? Ich weiß nicht, ob das ihre Absicht ist. Aber im Grunde tun sie das, ja. Greifen sie denn nie die Stadt an? Nein. Wir leben in einer Art Kooperation. Ich denke, Amaru plant eine öffentliche Opfergabe. Eines Rebellen? Wir müssen eingreifen. Nein. Nicht unvorbereitet und mit Gefahr für die Schatulle. Der Krieger, der geopfert wird, würde lieber sterben. Huh. Dafür habe ich nicht genug Platz. Hm, unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Nicht mehr tragen. Bleib bei mir und tu's mir nach. Die Menge könnte aufbegehren. Bieten wir Kukulkan ein Opfer dar. Komm, du sollst sehen, was er macht. Schutz.
vor der nahenden Sonnenfinsternis. Dieses Opfer ist für den Rebellen die Erlösung. Mögen die Übrigen auch das Licht erblicken. Amaru sprach von einem Ende der Gewalt. Für ihn ist das Mittel zum Zweck. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Das passiert. Das Grab ist da oben, auf der Statue. Ich passe aufs Tor auf. Dauert nicht lang. Jonah, das Kaisergrab ist in der Nähe. Wir alles sind am Fluss, bereit, dich und nicht mehr tragen. Rauszuholen. Melde dich, wenn ihr bereit seid. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz.
Sieht aus wie mein Eingang. Unmöglich. Ich kann nicht. Jemand hält die Feuer am Brennen. Diese Person wird verehrt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Der Altar ist gewaltig. Das muss ein wichtiger Herrscher gewesen sein. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das Grab des letzten Herrschers. Der Kult muss nach seinem Tod gegründet worden sein. Okay. Die Eklipse und der Reiher. Was habe ich übersehen? Moment. Hat Lopez das hinterlassen? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale. Das Herz der Schlange befindet sich in der... Hier ist Commander Rock. Wir haben eine Spur zur Schatulle. Schickt ein Team für Kraft. Honorato. Nein. Er muss jetzt bei Titi führen. Er ist noch jung, aber sehr stark. Sein Wesen ist so edel wie sein Blut. Geh nicht, rede weiter mit mir. Vergiss nicht die Versuchung der Schatulle. Widerstehe. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Thank you.
Alles voll. Kann ich übertragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Jonah, wo bist du? Ich bin unten beim Anleger. Ich sehe dich. Ich bin unterwegs. Wo ist Unuratu? Es war ein Hinterhalt. Sie starb im Kampf gegen Trinity. Oh nein. Wo ist meine Mutter? Deine Mutter, sie hat hart gekämpft. Aber das ist das Anführeramulett. Jetzt bist du der Anführer. Sie war eine Kriegerin. Die Sonnenfinsternis naht. Wenn wir die Sonne nicht wiederherstellen... Ich finde die Schatulle. Der Kult von Kukulkan kriegt sie auf keinen Fall. Beginnt mit den Vorbereitungen für die Grabkammer. Königin Unuratu lebt weiter. In uns. Uchu, hilf ihm mit dem Boot. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Die Rebellion muss siegen. Wir kommen zurück. Mit der Schatulle. Viel Erfolg. Wenn ihr zurückkehrt, sind wir bereit. Und was jetzt? Wir fahren zurück nach Kuwakyaku und sehen dann, wie es weitergeht.
All das für ein weiteres Rätsel. Und was stand da? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Tja, ist besser als nichts. Vermutlich, ja. Wir müssen die Schatulle finden, dann war's das endlich. Was ist das? Sie direkt vor mir. Keine Bewegung. Wag es ja nicht. Schneller. Das Leben eines Soldaten. Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Hast du irgendwas? Verdammt! In dem Bereich ist nichts. Nicht genug Platz. Warum plötzlich so hektisch? Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier, vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht. Ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann. Frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation Einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, habe ich alles vergessen. Was
was gefunden? Wenn es etwas zu berichten gibt, melde ich es. Ohne den Regen wäre es einfacher. Konnte das nicht etwas warten? Fragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Für eine Zauberschatulle habe ich eigentlich nicht unterschrieben. Dafür habe ich nicht genug Platz. Irgendwas stimmt nicht. Nichts zu sehen. Weiter so. Ich will endlich die Schatulle sehen, von der ich so viel gehört habe. Einfacher. Der Sektor sieht leer aus. Für eine Zauberschatulle habe ich eigentlich nicht unterschrieben. Dranbleiben. Ich gehe der Sache nach. Was zum Teufel? Ich check das mal. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Findet Lara Croft. Wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Lara Croft. Sie ist beeindruckend hartnäckig. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen.
Jede halbe Stunde neue Befehle. Wartet. Ich sehe mich mal um. Irgendwas stimmt. Was zur Hölle? Ich check das mal. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das muss ich mir ansehen. Ich sehe mich mal um. Dafür habe ich nicht genug Platz. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Onorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Dafür habe ich nicht genug Platz. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört. Und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid. Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Ich hab was! Wo? Scheiße!
falscher Alarm. Irgendein Tier. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Diesmal ist sie nicht bereit. Der Regen ist unwirklich. Es gibt kein Versteck. Vielversprechend aus. Gute Arbeit. Ich hab was. Wo? Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Dafür habe ich nicht genug Platz. Munition muss genauso gut aufgeben. Nicht schief. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen.
alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Verdammt, Männer, benutzt die Brillen! Findet sie! Abend, Frost. Abend, Sam. Siehst du jemanden? Dann würde ich bereits schießen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
mehr tragen. Bist du immer noch bereit? Unmöglich, ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt. Der sollte helfen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rock out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Es liegt an uns. Hey, wirst du es überleben? Verdammt! Scheiße!
noch jemand Gänsehaut? Ich muss rausfinden, was hier läuft. Macht euch kampfbereit. Was hier los ist. Ich kann nicht mehr tragen. Überprüft eure Waffen und dann findet sie. Ziel wieder erfasst. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das ist doch scheiße! Scheiße! Aufpassen! Komm schon! Zieh das wieder an deiner Position! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin zu gut für dich, was? Was ist das? Ziel wieder erfasst! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Ich hab jemanden!
unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Sehen wir lieber mal nach! Nicht genug Platz. Jonah? Jonah, bitte komm! Bitte! Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rook! Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Dieser Helm ist mit Pfauen. Cardinal 2, ich habe das Ziel erfasst. Scheiße! Bring den Tank!
Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Mach alles nur schlimmer, Joan. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Oh. Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert, Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach.
Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Die Kirche von San Juan. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Meine Freundin Sara ist Archäologin. Ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin froh, dass Jonah noch... Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hast du gesehen? Das war ein Kondor. Wunderbare Vögel. Dafür habe ich nicht genug Platz. Thank you.
alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Dafür habe ich nicht genug Platz. Dafür habe ich nicht genug. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Irgendjemand fand diese Darstellung des Todes Christi offenbar ein wenig zu schmucklos. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hast du das gehört? Ich höre nichts. Genau. Er muss hier sein. Er? Der Kaiserin-Jaguar. Sobald er kommt, verstummen alle anderen Tiere. Wir machen ihn besser nicht auf uns aufmerksam, ja? Richtig. Sollten wir dann nicht auch leise sein? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich habe dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter.
Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mache ich. Sagtest du, jemand wird vermisst? Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten. Heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten. Du übertreibst. Sie hat mich genug Zeit gekostet, Guillermo. Ich weiß, du magst sie. Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Dafür habe ich nicht genug Platz. Qué bueno que vinimos. Siento que de verdad nos esforzamos por algo muy importante. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. ¿Alguna vez pensaste en adentrarte en la selva para echar un vistazo? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Harte Arbeit ist gut für die Seele. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Voll. Ich kann nicht mehr tragen.
alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ich schwimme mit einer Schildkröte, gesehen nur von jenen, die die Furcht fallen lassen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Ich warte hier auf dich. Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Stadt kennenlernen willst... Diese Halsbänder wurden an Bord der Nostromo verwendet. Das Schiff brachte die gefangenen Einheimischen vermutlich nach Spanien, wo sie dann als Sklaven verkauft wurden. Ich frage mich, wie es hierher kommt. Sie wird einen Zauber sprechen. Hey! Was ist das, Simo? Ich eine Hexe? Manch. Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Das hier wurde von alles voll. Der Sekte ich kann nicht mehr tragen. Es geht dabei um Geldmittel für die Renovierung in der Bibliothek. Ja.
Jonah, hier steht, dass ein Fremder die Mission besucht hat. Er hat die Sekte der Sieben gegründet. Vielleicht war das Lopez. Wie auf dem Flugblatt. Wir müssen dicht dran sein. Wir sollten weitersuchen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. In dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Das Ende aller Tage. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Como si tuviera que hacer. Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? Eine komplette Wandmalerei. Das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez' Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja. Absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Wenn wir die Schatulle finden, wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Edsley ist ziemlich jung, um so viel Verantwortung zu tragen. Ist bestimmt schwer für ihn. Ich kann es mir kaum vorstellen. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal.
Geht ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Das war's. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Ich helf dir rauf. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Sehen wir uns mal die Fresken an. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Hm.
die Querstange drücken. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Sieht aus wie eine sie Kirche. Sie heben ihn hoch. Stehen da wie Mönche. Mhm. Sie wischt ihm das Gesicht. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Er trägt das Kreuz. Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein... Ich muss mit dem Lichtstrahl die Kreuzwegstation folgen. Pamphlet. Mhm. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, zieh das durch. Ich muss die Stange drücken. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ich muss die Stange drücken. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Er trägt das Kreuz. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen. Dann... Boom. Keine Zeugen. Sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen
dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Honoratus, die Sonne wiederherstellen.
Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feige, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen? Hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Alle Einheiten, hier Commander Rook. Jonah Mayava, du Idiot. Crofts Freund, bei Sichtkontakt. Feuer frei. Ja, Sir. War das Rook? Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen?